So, im nächsten Part direkt sind wir bei der Level 7. Wir sind irgendwo, wo es kalt ist, mit sehr, sehr vielen Gegnern und kaufen uns solche Barrikaden, kosten nur den und damit kann man die blocken. Hab ich jetzt noch nie gekauft, aber gucken wir einfach mal, wie das so ist. Entschuldigung, und ja, das ist schon direkt ready. Gucken wir uns die Gegner erstmal an. So und so und so. Und da sind auch noch welche durchgekommen. Ah. Ups. Sehr viel Management ist hier angesagt. Was ich noch nicht so raus hab. Oh. Kommt der Dicke durch? Nein. Ready to collect. Und das sind auch schon die letzten Gegner hier. Waren sie nicht mehr nah. So. Und jetzt. Wir kommen. Ja, jetzt. Hier die Medaillen, die wir haben. 250 Titans erledigt. Okay, das kochen wir uns dann als nächstes. Oder das? Das ist auch nicht schlecht. Gucken wir einfach erstmal. Hier ist also ganz viel Kristall vorhanden. Ja. Also von hier kommen die. Von hier unten. Schauen wir das mal. Hier. Oh. Oh. So. Und jetzt gucken wir mal, was hier so abgeht. Das müsste reichen. Hier kommen die nicht durch. Das erste. Hier sind die gefährlich mal an meinem Turm. Ach, an meiner Base.
Freeze. Freezen hier einfach direkt mal. Praktisch. Echt praktisch. Ja, okay. Also manchmal finden hier auch solche Power-Ups. Und die Bedrohung kommt anscheinend nur noch von oben. Ja. Schleunigen wir das ein wenig. Nein. Knabbert an unserer Raffinerie. Okay, Recycling ist hoch. Und die Belohnung ab. Und das ist auch schon die erste. Jetzt sind wir auch schon beim nächsten Boss. Oder beim ersten. Ja, er wird noch eine harte Nüsse und so, fangen wir einfach mal an. Die Level sind übrigens zufallsgeneriert. Wie ich gemerkt habe. Alle meine Gebäude kaputt. Ja. Das wird noch sehr schwer. Habe ich einfach so mal das Gefühl. Hier scheint alles sauber zu sein und ich muss mich also nur noch um den Boss kümmern. Den pflaster ich einfach mal voll mit Barrikaden. Thank you.
Komm schon. Geht doch endlich gut. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und da ist der zu Staub zerfallen. Okay, also jetzt haben wir die Erde geschafft. Also jetzt kommt der nächste Planet, der Mond. Wir haben einen neuen Rank, den Captain, und ja. Das ist auch schon der Mond. Die erste Mond-Level mit den Gegnern. Jetzt können wir diesen stehen, aber wohl kaufen. Das wollen wir direkt machen. Hier. Direkt noch eins. Ja. Passt schon. Oh, hier kommen die Gegner jetzt. Die Gegner kommen von zwei Richtungen. Scheinen fürs Erste erstmal easy zu sein. Da kommen welche durch. Und ja. Sie laufen auch irgendwie nicht den Straßen hier entlang, sondern haben nur eine ungefähre Richtung, wo sie hingehen, aber nicht genau einen genauen Weg. Nein, das ist auch schon wieder kaputt. Und jetzt mal dahin, das dahin. Den können wir, glaube ich, durchlassen. Oder auch nicht. Also das ist, wie gesagt, das erste Mondlevel. Sieht man vielleicht ein wenig an der Landschaft. Ist nicht mehr die Erde. Level 11. Und ja, es scheint gut zu laufen. Da ist sie auch schon vorbei.